Einen wunderschönen guten Morgen. Willkommen im Roti. Komm rein. Ja, das ist unsere Küchenzeile zusammen mit dem Esstisch. Und hier sind unsere Gewürze, unsere Kräuter. Da hinten ist die Spüle. Das ist eine fest installierte Gasanlage. Unten drunter ist der Kühlschrank. Und die ganze Bordelektrik mit dem Solarladeregler. Hier oben haben wir noch ein kleines Regal. Hier vorne ist ein Spülentisch und die ganzen Teile sind auch alte Teile. Die sind halt beispielsweise aus der Caritas, habe ich alte Möbel geholt, habe die zerlegt und habe die Teile davon verwendet, um quasi hier wieder neue Möbel zu bauen, um das Ganze möglichst einerseits natürlich günstig zu halten, auch um einfach Sachen wieder abzuzeigen. Das heißt, es ist ja schade, dass alles weggeschmissen wird. Es hat ja alles noch eine Funktion, es ist alles nutzbar. Und es passt halt auch irgendwo vom Stil her einfach zum Charme des Fahrzeugs. Ich habe mir hier ein altes Küchenfahrzeug gekauft, also einen Kurzhauber, einen Mercedes LA710KR. Das ist ein Großraumkrankenwagen von einer Kommune. Das ist ein Fahrzeug, das wurde ursprünglich als Sanitätsfahrzeug für den Luftschutzhilfsdienst gebaut, dann allerdings von der Kommune bloß als Küchenfahrzeug genutzt. Also es waren hier hinten drin, standen ziemlich große Küchenbretter und es war eine Edelstahltheke. Man hätte auch einen Foodtruck draus machen können. Und ist halt in einem relativ guten Zustand gewesen. Es hat original 17.000 Kilometer runter, das ist ja quasi gar nichts. Ist ein sehr robustes Fahrzeug, es ist LKW-Technik, es ist ein Allrad. Und man kann den halt hervorragend als Expeditionsmobil nutzen. Also man kann den wirklich richtig schön ausbauen. Man kann den, man hat in diesem Koffer hier hinten entsprechend viel Platz, um den nach den individuellen Bedürfnissen einfach auch herzurichten. Der hat so ein paar Features, die ich eigentlich total charmant finde und die ich auch gerne erhalten möchte. Und das eine ist zum Beispiel dieser Blinker. Das ist der Blinkerkranz. Den finde ich total cool. Das ist die Motorbremse. Also hier vorne ist der Achtungsfinger und der ist dazu da, die Druckanzeige für den Bremsdruck quasi wiederzugeben. Der baut Druck auf dem System und sobald ein Betriebsdruck von 4 bar erreicht ist, geht der Finger nach unten. Und das ist quasi so für dich der Hinweis, solange das Teil steht, darfst du nicht losfahren. Und sobald das nach unten geht, ist der Betriebsdruck der Bremse erreicht und dann kannst du Gas geben. Ein paar Sachen sieht man auch noch, die wirklich von der Armee sind. Beispielsweise hier vorne, das ist dieser Tarnlichtkreis. Das ist noch eine Tarnlichtschaltung. Und hier vorne sind noch die Instrumente von dem Signalhorn, von der Signalanlage. Und hier oben ist auch dieser Dachausstieg, also der Militärfahrzeuge. Langfristig natürlich möchte ich es als Reisefahrzeug nutzen. So, und ich meine, theoretisch gibt es natürlich entsprechend viele Möglichkeiten. Du kannst auch diesen Koffer, wenn der einmal entsprechend ausgebaut ist, könntest du auch jederzeit auf ein anderes Fahrzeug draufsetzen. Die sind ja universell tauschbar. Du könntest den auch in deinen Garten stellen als Gartenlaube. Aber ich möchte natürlich schon zum Reisen verwenden. Und wir sind wirklich mit dem Fahrzeug sehr viel unterwegs und auch das ganze Jahr über auf verschiedenen Festivals. Das ist das eine. Und es ist aber auch sehr schön, um sich wirklich einfach mal eine Auszeit zu nehmen. Um mal zu sagen, ich fahre jetzt mal, wenn sich das arbeitstechnisch auch irgendwo einrichten lässt, natürlich, jetzt ein halbes Jahr einfach mal wirklich in die Pampa. Ich fahre irgendwo, keine Ahnung, durch Albanien runter nach Griechenland oder irgendwo. Hier vorne ist das Bett und unten drunter ist Stauraum. Das hat halt auch bewusst eine gewisse Höhe, dass man den Raum unten drunter noch nutzen kann, um einfach Dinge runterzubringen. Und alles Schiebetüren. Und hier unten sind Euroboxen. Die Euroboxen sind auf Schienen gelagert. Die sind auch nochmal hier natürlich gesichert jetzt, transportgesichert. Kann die rausnehmen. Und es ist natürlich total praktisch, immer wenn ich die ganzen Kisten einfach bei mir zu Hause einfach beladen kann oder entladen kann und dann die fertigen Kisten einfach bloß ins Fahrzeug stelle. Als wenn ich jetzt jede Tüte oder alles im Beutel hierher transportiere, um das hier drin dann einzuräumen. Beispielsweise auch hier unten jetzt in dieser Küchenzeile, also hier unten, die sind alle nochmal transportgesichert. Die sind auf einer Schiene. Ich kann den Transport lösen und kann dann die Teile einfach nach unten nach vorne rausschieben. Ich mag generell alte Dinge, ich mag es, mich auch mit alten Sachen zu umgeben.
Und ich habe halt versucht, bewusst hier Dinge einfach zu verbauen oder auch zu nutzen, die zum Charme des Fahrzeugs passen. Das hat auch was von so einem Zigeunerwagen oder von so einem Bauwagen. Und da ich ja mich dann schon hier drin auch aufhalten möchte, möchte ich mich auch wohlfühlen. Ich meine, man könnte es natürlich auch total spartanisch machen, weil ich meine, letztlich, was du brauchst, Bett rein, irgendeinen Kocher. Also man muss diesen Aufwand nicht betreiben. Das ist halt jetzt dann einfach so ein Anspruch, den ich mir selber setze, weil ich einfach Spaß dran habe, das zu bauen natürlich. Das ist das eine. Und weil ich mich dann auch wohlfühlen möchte dann da drin. Und ich mache es ja letztlich gestaltet so, dass es mir persönlich gefällt. Das ist der Leiterstuhl. Und mit diesem Leiterstuhl, der ist mit einem Handgriff, wird aus dem Stuhl eine Leiter. Und die kann ich dann nutzen, um auf die Terrasse zu klettern. So, und wichtig sind natürlich auch immer die Transportsicherungen. Das heißt, wenn ich mit so einem Fahrzeug unterwegs bin, dann muss halt alles, die Spüle muss halt irgendwo gesichert sein. Und deshalb haben die hier beispielsweise hinten jetzt auch diese Gurte dran. Die werden dann einfach festgeschnallt mit den entsprechenden Ledergurten auch. Und dann werden die hinten festgebunden und sind dann transportsicher. Urlaub ist eh so eine, ist ein bisschen seltsamer Begriff auch. Eigentlich ist es eine Auszeit vom Alltag. Und das ist für mich in allererster Linie eine Zeit, in der ich auch Zeit für mich selber verbringen kann oder mit mir selber, beziehungsweise mit Menschen, die ich gern habe und auch aus meinem gewohnten, stupiden, teilweise recht stupiden Umfeld mich auch ausklinken kann. Also ob das die Arbeitswelt ist, ob das der normale Alltag ist, ob das die Dinge sind, die mich sonst im Alltag normal so umgeben. Und mit dem Teil kannst du halt einfach, du bist für dich selber verantwortlich, du versorgst dich selber, du machst ja alles selbst. Du musst dich um dein Wasser kümmern, um deine Lebensmittel natürlich, du kochst dir deine Sachen und bist an und für sich auch wirklich autark. Hier unten ist der Kühlschrank. Wie betreibst du den? Ist ein Kompressorkühlschrank und der wird in dem Falle jetzt über Solarstrom betrieben. Also ich habe oben 300 Watt Solarpanels auf dem Dach und es läuft jetzt eigentlich alles, was hier drin ist, läuft über Solarstrom. Und du siehst so, hier oben drin ist der Laderegler untergebracht und Batterie aktuell noch bei 85%. Jetzt ist es natürlich extrem trüb draußen. Also das heißt, jetzt wird hier wahrscheinlich überhaupt nichts durch. Naja, gut, trotzdem 2,2 Ampere. Dafür, dass es total trübe und bewölkt ist, ist es okay. Normalerweise hast du so einen 15 Ampere Ladestrom und alle Verbraucher, die du hier drin hast, also die Batterie ist dann eigentlich auch permanent normalerweise voll, weil so viele Verbraucher habe ich nicht. Ich habe zwar auch einen Wechselrichter drin, das heißt, ich kann auch 220 Volt generieren, aber wofür brauchst du 220 Volt? Und ganz ehrlich, ich brauche den Strom jetzt primär für den Kühlschrank, vielleicht die Pumpe für den Wasserhahn und ansonsten für die Beleuchtung. So, und ich brauche sonst hier keinen Strom. Also Fernseher wäre das Letzte, was ich in einem Wohnmobil gebrauchen könnte oder wollte. Und auch so andere Stromverbraucher sind eigentlich, brauche ich nicht. Also Strom, Kühlschrank, Wasser und dann passt das. Wie macht ihr es, wenn ihr unterwegs seid mit dem Duschen? Ich habe bis jetzt in meinen Fahrzeugen immer Außenduschen gehabt. Also das heißt, ich habe ja oben auch noch einen Dachgarten drauf. Ich habe einen Dachgepäckträger und kann da drauf auch Kanister schneiden, große Kanister. Was auch eine sehr schöne Sache ist, wenn du jetzt ein großes, wie so ein Abwasserrohr nimmst, machst das schwarz, hast das über die ganze Länge von dem Fahrzeug und kannst das hinten an einer Stelle hochziehen, dann hast du automatisch hier schon ein Wassergefälle, hast ein Gefälle und kannst hinten das Wasser abzapfen und hast außen eine perfekte Außendusche. Und wenn du das Ding schwarz machst und wenn noch Sonne da ist, hast du auch warmes Wasser. Das ist ein Rasier- und Schminkspiegel. Kannst du auch so aufstellen. Und der kommt eigentlich, der wird dann noch hier vorne an diese Tür montiert. Da kommt auch noch eine Klappe, dass du das Ganze im Außenbereich halt auch nutzen kannst. Und da kannst du eine Klappe runterlassen. Da drin ist dann auch noch so eine kleine Emailleschüssel. Und dann hast du oben diesen Spiegel halt als Schminkrasierspiegel, wie auch immer. Und auch das ist wieder Zeug, das ist halt alles vom Flohmarkt irgendwo. Und das wird dann halt so umfunktioniert, dass es dann halt letztlich hier reinpasst. Und vom Stil her passt sowieso dazu, weil es einfach auch alt genug ist. Ich habe ganz viele Dinge, also diese alten Möbel aus der Caritas geholt, wo wirklich ein alter Schrank, der teilweise auch kaputt ist, vielleicht 10, 15 Euro kostet, der sonst normalerweise wahrscheinlich auch auf dem Sperrmüll landen würde. Der eine Schrank war vom Sperrmüll, den habe ich direkt von der Straße direkt weggenommen und habe dann halt die zerlegt, also auch wirklich diese schönen alten Holztüren, diese Echtholztüren dann aus diesen Möbeln rausgenommen. Und auch die Schubladen und habe die dann halt hier drin verbaut. Aus verschiedenen Gründen. Zum einen natürlich, weil es ist eine preiswerte Sache einfach, um hier selber Möbel zu bauen.
Es hat so ein bisschen so ein Patchwork-Charme dadurch natürlich auch, weil unterschiedliche Holzsorten auch unterschiedliche Farben haben. Das macht das Ganze halt aber auch sehr lebendig, weil wenn du jetzt nur ein relativ steriles neues Holz aus dem Bauhaus oder aus dem Baumarkt nimmst, dann ist das halt sehr eintönig. Und so bringt es ein bisschen Farbe in das Ganze und auch ein bisschen Lebendigkeit. Und ich finde es auch wichtig, dass man diese alten Dinge, die eigentlich ja wirklich gut sind, also die haben, das ist ein solides Material, es ist handgefertigt, es ist in einem guten Zustand. Es wäre schade, das Zeug wegzuschmeißen. Und das heißt, man kann das ja immer wieder umfunktionieren und was Neues draus bauen und das entsprechend mit integrieren.